So, herzlich willkommen zum Webinar rund um die Landverpachtung in der EKHN. Ich freue mich, dass Sie alle da sind, alle Teilnehmenden, fast alle, die sich angemeldet haben, sind schon da. Vielleicht ist die eine Teilnehmerin auch gleich noch online. Ich begrüße unsere Referentin und unseren Referenten Maren Heinke und Lutz Schinke. Die sitzen oben in der Kirchenverwaltung ein paar Stockwerke über mir, aber wir sind jetzt online alle verbunden. Das freut uns, dass das so gut klappt. Ich würde vorschlagen, dass Sie sich erstmal selbst vorstellen, damit wir wissen, die Teilnehmenden wissen, mit wem wir es zu tun haben. Wollen Sie anfangen? Ja, mein Name ist Dr. Maren Heinke. Ich arbeite bei der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau als Referentin für den ländlichen Raum. Von der Ausbildung her bin ich Agraringenieurin. Ich habe im Bereich Bodenkunde promoviert und deshalb ist das Thema Kirchenlandverpachtung ein Thema, mit dem ich mich intensiver befasse. Mein Name ist Lutz Schinke, ich gehöre hier zur Kirchenverwaltung und arbeite im Bereich der Liegenschaften. Ich bin Jurist von Hause aus und betreue und helfe den Kirchengemeinden bei allen Themen, um ihre Grundstücke, also kaufen, verkaufen und zum Beispiel auch verpachten. So war dieses Thema Kirchenlandverpachtung auch bei mir angesiedelt und ich betreue da ja sozusagen den rechtlichen Teil. Schön, das freut uns, dass Sie heute als Referentin und als Referent zur Verfügung stehen mit Ihrer kompletten Fachexpertise, sowohl rechtlich als auch agrarwissenschaftlich. Wir hoffen, dass wir alle Fragen auch beantworten können. Für Sie als Teilnehmende ist die Möglichkeit, dass Sie Fragen stellen in dem Reiter Fragen im Bedienpanel. Dort können Sie sie einfach eintippen. Wir sammeln die während der Veranstaltung erstmal. Und im Anschluss an die Präsentation geben wir sie an die beiden Referentinnen und Referenten und können dann die Fragen beantworten. Es kann sein, dass noch Fragen offen bleiben. Die würden wir dann im Nachgang per E-Mail beantworten in der nächsten Woche, so oder sobald es möglich ist. Also Sie dürfen Fragen stellen. Als erstes hätten wir aber auch Fragen nochmal an Sie. Ich versuche das jetzt zum ersten Mal, diese Kurzumfrage mal reinzustellen. Dazu muss ich jetzt erstmal, glaube ich, wieder mich als Organisator ändern, meinen Bildschirm übertragen und starte mal die erste Kurzumfrage. Warte jetzt ein bisschen, dass sich öffnet. Okay, dann dürfen Sie jetzt antworten. Ja, ich sehe, Sie sehen, Sie antworten fleißig, das ist gut. 80% von Ihnen haben schon gewählt. Die Frage ist, wann steht bei Ihnen die Vergabe von landwirtschaftlichen Flächen Ihrer Kirchengemeinde an? Und jetzt haben wir auch die Auswertung. 10% sagen, 2018 steht die Vergabe von landwirtschaftlichen Flächen an, bei 20% erst 2019, 30% erst bis 2022 und bei 40% ist es nicht bekannt. Ja, das ist ja jetzt erstmal eine Erhebung. Also für die meisten ist es jetzt in der nächsten Zeit oder mittelfristig, würde ich sagen, dran. Dann versuchen wir mal die zweite Frage. Wie bewerten Sie die Landverpachtung in Ihrer Gemeinde? Sehen Sie die jetzt, die Frage? Noch ist sie offensichtlich nicht zu sehen. Ich versuche es nochmal. Ist jetzt zu sehen? Leider klappt es nicht mit der zweiten Frage. Dann würden wir Jetzt. das wieder schließen und gehen mal in die Präsentation und vielleicht ergeben sich dann noch Fragen oder Antworten, die Sie an die Referentin und den Referenten haben. Dann Herr Schinke, Frau Heinke, Sie dürfen loslegen.
Okay, dann fange ich an. Vielen Dank für diese Einführung und auch vielen Dank an die Teilnehmenden, dass sie bei der Umfrage bereits mitgemacht haben. Für uns war es ein guter Einstieg, um ein bisschen das Gefühl dafür zu haben, mit wem wir es zu tun haben. Wir sehen uns jetzt quasi nur übers Web. Sie sehen uns und hören uns hoffentlich auch ganz gut. Vielen Dank an Frau Wittmeier, die im Hintergrund moderiert und organisiert. Vielen Dank, dass wir über die Ehrenamtsakademie die Chance haben, dieses Thema bekannt zu machen. Wir wollen zusammen im fliegenden Wechsel sozusagen Ihnen anhand einer PowerPoint zunächst zeigen, ja, wie das Thema der Kirchenlandverpachtung in der EKHN derzeit aufgestellt ist und welche Entwicklungen sich ergeben haben. Dafür werden wir ungefähr eine halbe Stunde in Anspruch nehmen und haben danach sehr gerne Zeit, um Ihre Fragen zu beantworten. Sobald wir es nicht können, sind wir bereit, natürlich diese schriftlich zu beantworten und einen persönlichen Austausch dazu zu kommen. Sie sehen auf der PowerPoint schon ein erstes Bild. Kirchenland ist ein Bodenschatz. Das ist eine Thematik, die er Frau Heinke bearbeiten kann und referieren kann. Und ich dann eher zu rechtlichen Themen. Ja, das Thema Kirchenland ist ein Bodenschatz. Das sollte, hat natürlich so ein bisschen so einen Sprachstil-Spielcharakter, weil auch in der letzten Zeit das Thema Kirchenland an neuer Bedeutung gewonnen hat, möchte ich Ihnen kurz noch mal etwas sagen, was sozusagen aus landwirtschaftlicher und ökologischer Sicht damit verbunden ist. Böden sind unsere Lebensgrundlage. Das ist so ein bisschen im Hintergrund geraten, da wir in einer Überflussgesellschaft leben. Böden sind aber wertvoll, sie sind sensibel, das heißt, Bodenschäden sind nicht schnell reparierbar, sie sind lebenswichtig und sie sind deshalb auch sehr schützenswert. Böden sind unter anderem deshalb besonders wichtig, ganz klar, unsere Ernährung basiert darauf, das Futter für die Nutztiere, die ganze Frage der nachwachsenden Rohstoffe ist entscheidend. Böden sind aber auch Raum für Biodiversität, sowohl im Boden selber, wie auch für die Biodiversität auf der Erdoberfläche. Die Böden bestimmen den ganzen Landschaftswasserhaushalt, also die ganze Grundwasserneubildung, die ganze Frage des schnellen Abflusses in Seen oder Flüsse, die ganze Frage der Hochwasserereignisse hängt mit der Funktion der Böden zusammen. Und Böden sind ganz entscheidend für den Klimahaushalt der Erde. Böden sind sowohl eine Senke wie auch eine Quelle für klimarelevante Emissionen, also Lachgas, Methan, Stickstoffdioxid. Ich habe gesagt, Böden sind sehr wertvoll. Das hat damit zu tun, es ist eine begrenzte Ressource. Wir können Böden nicht künstlich vermehren. Im Gegenteil, durch den Flächenverbrauch wird die landwirtschaftliche Nutzfläche täglich in Deutschland um fast 80 Hektar vermindert. Mit kontinuierlichem Weiter jeden Tag. Sie sind also nicht vermehrbar, sie sind kaum erneuerbar. Das hat damit zu tun, dass die Regenerationsfähigkeit von Böden sehr lange Zeiträume umfasst. Wir sprechen davon, dass die Böden heute hier in unserer Landschaft in Hessen und Rheinland-Pfalz ungefähr 10.000 Jahre alt sind. Die haben sich nach der letzten Eiszeit gebildet. Und so eine ganz, ganz grobe Faustformel ist, heute würde es ungefähr 100 Jahre dauern, bis ein Zentimeter Bodenneubildung entsteht. Und Böden sind sehr komplex. Für Böden in der Entstehung, da spielt Chemie, Physik, Biologie, die Zeit, die Geologie, spielen alle möglichen auch menschliche Einflüsse rein. Und Böden sind eine hochkomplexe Ressource. Und weltweit sind ungefähr 2/3 des Weidelands und über 1/3 des Ackerlandes übernutzt. Und das heißt, die Frage der Bodenzerstörung hat die gleiche Relevanz weltweit wie die des Klimawandels. Das ist nur vielen nicht bekannt. Ich habe gesagt, das Thema Landverpachtung in den Kirchengemeinden hat auch an öffentlicher Relevanz in den letzten Jahren gewonnen. Die ganze Frage, wie geht Kirche mit Landeigentum um? Wie läuft die Verpachtung? Darum muss man wissen, dass nicht die Landeskirchen, aber die evangelischen Kirchengemeinden in Deutschland insgesamt ungefähr 325.000 Hektar Landbesitz haben. Das ist sehr viel. Damit gehört die
evangelische Kirche zu den großen Landeigentümern in Deutschland. Wichtig ist aber, die Eigentümer sind die Kirchengemeinden. Die EKN ist in diesem Bereich ein kleiner Fisch. Wir verfügen um ungefähr 6.000 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche und ungefähr 2.000 Hektar Wald. Bei dem Thema Landverpachtung ist auch aus unserer Sicht sehr wichtig zu beachten. Oft gibt es Bestrebungen, sozusagen alle agrarpolitischen Wünsche in den Landpachtvertrag reinzuschreiben. Das ist aus unserer Sicht aber falsch. Der Pachtvertrag, das ist ein ganz klar definierter Rechtsbereich. Der soll auch nicht überladen sein mit Informationen. Er muss kontrollierbar sein, sowohl für den Verpächter wie für den Pächter muss er klar verständlich sein. Der zweite Bereich, den man von dem Vertrag trennen sollte, sind die Frage der Vergabe. Darauf werden wir heute eingehen. Nicht, was sind wichtige Vergabekriterien? Und dafür haben wir zusammen einen Leitfaden erstellt, der den Kirchengemeinden und sonstigen Interessierten dabei auch Hilfestellung geben soll. Und der dritte Bereich ist, was ist wünschenswert? Also wo kann sich Kirchen als Gemeinde, als Dekanate auch in agrarpolitische oder Diskussionen einklinken. Diese drei Bereiche sollte man aber methodisch klar trennen. Und wichtig für mich ist als Agraringenieurin auch noch bei der Vergabe zu sagen, wir brauchen klare Prioritäten. Also eine Landvergabe muss immer die Frage der Sicherung der landwirtschaftlichen Betriebe mit im Blick haben. Wenn ein Betrieb existenziell auf bestimmte Flächen angewiesen ist, kann man die nicht einfach entziehen. Das ist klar. Wichtig ist auch, dass man nicht ökologisch wirtschaftenden Betrieben, die zertifiziert sind, Flächen wieder entzieht, weil über 2 Jahre ist die Umstellungsphase und bis sich ein Bodensystem auf eine ökologische Bewirtschaftung einstellt und auch die entsprechenden biologischen Aktivitäten aufweist, dauert das viele Jahre. Also auch das sollte man beachten. Und als letzter Punkt, in dem realen Leben sollte man nicht alles verrechtlichen, sondern als Kirche sind wir auch auf Kulanz und Angemessenheit, situative Einschätzung angewiesen. Um Ihnen noch weiter einen Rahmen zu geben, habe ich einmal die Karte der EKHN abgebildet und sie übereinandergelegt mit den Landkreisen. So weit, wie das Kirchengebiet auseinander geht, von Nord nach Süd, Ost nach West, genauso wie ländlicher Raum zu großstädtischem Raum, haben wir es auch in der Vorbereitung vorgefunden, was die Landpachtvergabe, Vergabe von Kirchenland angeht. Es gibt Kirchengemeinden, die haben überhaupt keine Verpachtungsgrundstücke. Es gibt Kirchengemeinden, die haben sehr, sehr viel. Und in dieses Spektrum geht unsere Beratung und unser Informationswunsch. Und da geht auch der Leitfaden und die Idee der Einführung einer öffentlichen Ausschreibung hinein. Das muss man wissen, weil das Thema eben in unterschiedlichen Bereichen ganz unterschiedlich aufgenommen wird. Unsere Aufgabe ist es natürlich, für alle etwas zu bieten. Das heißt, der Leitfaden und auch unsere Information heute richtet sich an alle. Genauere Fragen können wir dann gerne weiter beantworten. Mir ist es wichtig, am Anfang einmal die Übersicht darzustellen, welche Neuerungen es gegeben hat. Ich mache mal die Folie gleich ganz auf, denn diese Neuerungen, die wir vorstellen zur Kirchenlandverpachtung, haben eine kirchengesetzliche Grundlage in dem Paragraphen 12 der Grundvermögensverordnung, die ab Anfang diesen Jahres gilt. Das ist der Paragraph, der sich mit der Landverpachtung befasst. Bei all den Dingen ist es uns wichtig, dass kirchliche Körperschaften eine hohe Transparenz in ihrem Verhalten, auch in dem Umgang mit ihrem finanziellen Vermögen haben und eine verlässliche Kommunikation bieten, ein verlässlicher Kommunikationspartner sind. Im Vorfeld war das bei der Ausgestaltung des Verfahrens ganz wichtig, dass wir gerade in puncto kirchliche Finanzfragen hier sensibilisiert sind und diese beiden Themen dazu gehören, transparent zu sein, aber auch gut und verlässlich zu kommunizieren. Gleichzeitig wollen wir auch unseren Vertragspartnern Planungssicherheit geben und Möglichkeiten, feste und verlässliche Kostenkalkulationen vorzunehmen. In diesem Spektrum bewegt sich also das Resultat der Landverpachtung, nämlich dass in den Pachtverträgen die Pachtdauer in unserem Fall in der Regel auf 12 Jahre hochgesetzt worden ist. Es gibt
sozusagen als Gegenstück zu der Ausschreibung, der öffentlichen Ausschreibung, also ein Pendant, nämlich, dass das nicht alle paar Jahre stattfindet, sondern in der Regel alle 12 Jahre. Verlässliche Kostenkalkulation, Planungssicherheit auf der einen Seite und andererseits eben doch auch ein verlässlicher Vertragspartner auf kirchlicher Seite. Gleichwohl müssen wir sehen, auf 12 Jahre gesehen ist die Pacht ja zwar am Anfang festgeschrieben, aber wir sehen vor, dass sie so ungefähr zur Mitte, also ab dem 7. Pachtjahr, angepasst werden kann. Ich sage bewusst Anpassung, weil es genauso eine Anpassung nach oben wie nach unten sein kann. Die Einführung der öffentlichen Ausschreibung führt auch dazu, dass man natürlich ein paar Dinge beachten muss. Und da geht es heute uns vor allen Dingen darum, diese darzustellen. Sie sind aber auch an vielen anderen Stellen erläutert. Und das möchten wir hier darstellen. Wir haben einen Leitfaden entwickelt, der zum einen die Landpachtvergabe beinhaltet, aber auch viele Themen rund um die Landwirtschaft, erklärend, erläuternd auch aus dem Blick der EKHN mit den Besonderheiten. Diesen Leitfaden finden Sie als Druckwerk. Einige Exemplare haben wir noch. Diese Dinge sind aber auch im Internet abgedruckt, wenn ich das hier mal schnell anklicken kann, nämlich unter der, hoffe, man kann das jetzt sehen, auf der Webseite unsere.ekhn.de unter Gemeinde, Dekanate, Kirchen, Vorstände, wenn man draufklickt, kommt hier gleich rechts zu einer Menüleiste und hier findet man das Ganze auch aus HTML-Version mit allen Kapiteln und Informationen. Gehen wir zurück zur PowerPoint. Denn diese Texte und den Leitfaden finden Sie auch im Intranet. Im Intranet sind vor allen Dingen auch die Mustertexte hinterlegt. Diese sind am Ende des Leitfadens abgedruckt und sollen vor allen Dingen noch Unterstützung für die Kirchenvorstände bieten, wenn es dann tatsächlich zum Vergabeverfahren kommt. Dazu kommen solche Veranstaltungen wie hier heute, Webinar. Wir hatten schon Informationsveranstaltungen und Rundbriefe. Und das soll eben dazu führen, dass die Kirchengemeinden, Kirchenvorstände vor allen Dingen in der Lage sind, diese Entscheidungen zu treffen und auch mit dem ihnen anvertrauten Gut des Kirchenlandes gut umzugehen. Uns ist dabei ganz wichtig zu betonen, dass wir zwar aus der Kirchenverwaltung dem Zentrum gesellschaftliche Verantwortung kommen, aber die Kirchengemeinden entscheiden immer noch selbstständig über die Vergabe. Das ist ein ganz wichtiger Obersatz. Hier noch einmal die Webseite und die Adresse. Und so sieht der Leitfaden aus. Dass mit die Kirchenvorstände eben diese Entscheidung treffen können, wollen wir Ihnen darstellen, wie zum Beispiel ein Ablauf einer Ausschreibung sein kann. Die Stationen dabei sind, glaube ich, gut und sinnvoll. Der Zeitrahmen ist von mir gewählt. Wir haben uns vorgestellt in der Vorbereitung, dass so eine Landpachtvergabe ungefähr ein Jahr vorher starten kann mit folgenden Stationen. Ich bin mir dabei bewusst, dass das je nach Aufgaben in der Kirchengemeinde auch kürzer oder auch länger sein kann. Aber dann vertraue ich Ihnen, dass Sie das für sich anpassen. Wir gehen davon aus, es gibt einen Moment, wo in die Kirchengemeinde die Information kommt, es laufen die Landpachtverträge aus. Das kann sein, dass die Regionalverwaltung eine Information gibt. Vielleicht haben Sie in Ihrem Gemeindebüro eine gute Wiedervorlage gesetzt. Oder die Landwirte sagen, die Landpachtverträge laufen aus, dann sollte das idealerweise, nach meiner Vorstellung, ein Jahr vorher sein. Wir haben jetzt angefangen, im Herbst 2018 eine Zeitschiene auf der linken Seite darzustellen. Wenn diese Information einkommt, muss der Kirchenvorstand tätig werden. Wenn man von Herbst ausgeht, sollte das zum Wohle der Tätigkeiten in der Vorweihnachtszeit im Advent davor möglichst abgeschlossen sein, dass man im Kirchenvorstand darüber berät, wie man ausschreibt, was jetzt eigentlich zu tun ist, ob ein Ausschuss gebildet werden soll oder welche weiteren Schritte erforderlich sind. Auch wichtig ist dort festzulegen, welche Kriterien angelegt werden sollen, die wir dann gleich nochmal darstellen. Kriterien für die Landpachtvergabe. Ganz wichtig für uns bei dem Thema der Kommunikation ist, den bisherigen, hier genannt Altpächtern,
eine Information zu geben, dass der Landpachtvertrag ausläuft, dass eine Ausschreibung, eine Vergabe ansteht. Es ist ganz wichtig, diese Landwirte einzubinden. Und in meiner Vorstellung war das, dass, sage ich mal, nach dem Jahreswechsel, wenn die Weihnachtszeit mit den ersten Feierlichkeiten dann vorbei ist, dann auch zu versenden oder im persönlichen Gespräch mitzuteilen. Dann anschließend sollte sich auch nach weiterer Vorbereitung im KV eine sogenannte Bewerbungsphase. Von mir jetzt einfach mal beispielhaft von vor Ostern zum Beispiel bis sowas wie zwischen Ostern und Pfingsten laufend, also so 3, 4, 5 Wochen, wo sich Landwirte für die Flächen bewerben können. Also die Ausschreibungsphase so richtig beginnt. Dazu ist es natürlich erforderlich, dass die Informationen nach draußen gelangen, dass also eine Ausschreibung in dem Sinne stattfindet, eine Bekanntgabe. Da wollen wir die Kirchengemeinden nicht überfordern, sodass wir sagen, die Ausschreibung, die Bekanntgabe kann ganz einfach im Informationskasten der Kirchengemeinde erfolgen. Das Gemeindeblatt, der Gemeindebrief ist dafür geeignet, aber auch andere Publikationen in ihrer Kirchengemeinde, in ihrem örtlichen Bereich, wo sie so etwas reinsetzen können. Dazu gilt es nach unserer Auffassung eigentlich, dass da ein kleiner Textbaustein steht, die Kirchengemeinde möchte ausschreiben, bitte informieren Sie sich im Gemeindebüro zum Beispiel zu folgenden Öffnungszeiten und auch in welchem Zeitraum das geschehen soll. Ganz wichtig in so einer Phase ist, dass Eingang der Unterlagen oder Bewerbungen und auch die Aufbewahrung vertraulich geschehen muss, damit die Ausschreibung auch justiziabel, also rechtlich sicher ist. Wenn es abgelaufen ist, also die Bewerbungen eingegangen sind, wird es einen Zeitraum geben, einen Zeitpunkt geben, wo die Bewerbungen geöffnet werden müssen. Wahrscheinlich wird das ungefähr nach Pfingsten sein, wünschenswert dann eben so vor den Sommerferien, sodass die Sommerzeit und die Ferienzeit da nicht zeitliche Probleme bringt. Und dann geht es eigentlich ans Eingemachte, nämlich um die Beratung und die Entscheidung im Kirchenvorstand, wem gibt man jetzt was. In unserem Kirchenrecht haben wir vorgesehen, dass 5 Kriterien zu beachten sind. Diese Kriterien müssen vorkommen. Wir unterscheiden dabei zwischen der Bewertung und der Gewichtung. Sie können als Kirchenvorstand eigene Kriterien aufstellen, die Ihnen im Kirchenvorstand wichtig sind. Aber wir möchten, dass diese 5 Kriterien da irgendwie vorkommen. Man kann sie anders nennen, aber man sollte diese Kriterien aufnehmen. Was die Gewichtung anbelangt, ist das etwas anderes. Wir haben in dem Waldfaden zwar ein Punkteschema vorgeschlagen, um auch eine Arbeitshilfe zu geben, aber die Kirchengemeinden und Kirchenvorstände sind daran nicht gebunden. Sie können so gewichten, wie sie das in ihrem Kirchenvorstand für richtig halten. Es muss sich eben, ich sag mal, an angemessenen Kriterien, sachgerechten Kriterien orientieren. Ich möchte diese 5 Kriterien einmal kurz vorstellen und Sie ergänzen mich, wenn ich wichtige Aspekte bei dem einen oder anderen vielleicht übersehe. Ordnungsgemäße Bewirtschaftung. Wir gehen davon aus, dass jeder Landwirt das Land ordnungsgemäß, gesetzeskonform und nach den Regeln der Kunst bewirtschaftet. Aber es kann Möglichkeiten geben, wo ein Kirchenvorstand sagt, wir möchten das eine oder das andere der Form der Bewirtschaftung besonders bewerten, besonders gewichten. Und das Kriterium ist dafür geeignet. Genauso aber auch ein Kriterium, wo man sagen kann, ein Landwirt hat erwiesenermaßen erfahrungsgemäß eben keine Sicherheit für eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung. Dann ist das der Punkt, wo das gewichtet werden kann. Also mit anderen Worten, ein Landwirt, wo man erwartet, dass er keine ordnungsgemäße Bewirtschaftung durchführt, fliegt raus aus dem Verfahren. Was Herr Schinke so angedeutet hat, das könnte Standard oberhalb von ordnungsgemäßer Bewirtschaftung sein. Das können entweder Betriebe sein, die nach dem anerkannten Verfahren des Ökolandbaus wirtschaften, aber auch ganz gleichrangig konventionelle Betriebe, die an Agrarumweltmaßnahmen staatlicherseits teilnehmen, Vertragsnaturschutz
oder zum Beispiel im Bereich des Grundwasserschutzes langfristig engagiert sind oder die zum Beispiel auch eine sehr gute tiergerechte Haltungsform aufweisen. Also das heißt, oberhalb, das soll aus unserer Sicht schon staatlich zertifiziert oder anerkannt sein. Mhm. Dann gibt es Möglichkeiten für eine Kirchengemeinde, die regionale Herkunft eines Bewerbers, eines Betriebes zu bewerten und zu gewichten. Bisher ist es, glaube ich, erfahrungsgemäß so, dass die Landwirte aus dem örtlichen Raum oder regionalen Raum kommen. Das kann man hier also auch wertschätzen und wichtig machen. Genauso die Kirchenzugehörigkeit, wir verstehen darunter auch die Zugehörigkeit zur EKN. Mhm. Aber gleichsam gibt es auch die Möglichkeit, so haben wir es auch erläutert, Mitgliedschaften in anderen Kirchen zu bewerten. Kirchen, die in der ACK organisiert sind, katholische Kirche, ist da jetzt also nicht ausgenommen. Ein Kriterium ist der Pachtpreis. Wir haben schon wahrgenommen, dass es dazu Rückfragen gibt. Der Pachtpreis nach unserer Erfahrung im Kirchengebiet ist so, dass der Pachtpreis recht niedrig im unteren Mittelfeld liegt, sodass wir erwarten, dass dieses Kriterium keine besonderen Kreise ziehen wird. Man kann bewerten, wie hoch ein Pachtpreis geboten wird. Wir haben aber auch schon Anfragen bekommen, wo Pachtpreise in der Ausschreibung festgeschrieben waren, der Kirchengemeinden also gesagt haben, das und das Land wird zu Pachtpreis X ausgeschrieben, das ist ja auch möglich. Genau, also wir gehen davon aus, weil stichprobenartige Untersuchungen immer wieder gezeigt haben, dass wir im niedrigen oder im unteren Mittelfeld uns bewegen, dass der jetzige Pachtpreis auch der Mindestpreis ist, also der ist für den zukünftigen Pachtvertrag. Aber das Thema Pachtpreis ist ganz klar von der Kirchenleitung und auch von der Synode der EKN ganz klar, wir machen keine Pachtpreistreiberei. Der Pachtpreis ist ein Kriterium über mehreren. Es besteht oft so ein bisschen die Befürchtung, dass man sagt, ja, ihr werdet ein Preistreiber von der Seite der Kirche. Das ist definitiv nicht gemeint. Wir wollen aber umgekehrt auch keine Spottpreise. Wir haben tatsächlich auch ein paar Regionen, wo jetzt also nicht übertrieben seit mehreren Jahrzehnten keine Pachtpreisanpassung stattgefunden hat. Und das ist dann Sportpreisniveau. Ein fünftes Kriterium ist benannt mit sozialen Aspekten. Das kann sehr viel sein. Auch ein wichtiges Kriterium, denn es kann sein, dass die Landpachtvergabe für Landwirte eine soziale Härte darstellt. Das kann hier bewertet werden, auch eine wirtschaftliche Härte. Gleichsam können es aber auch Dinge sein, wo ein Landwirt, ein Betrieb sich besonders einsetzt, im sozialen Bereich, im Bildungsbereich. Ich glaube, da gibt es auch Ausbildungsbereich zum Beispiel, also ein Landwirt regelmäßig Auszubildende hat oder im Bereich zum Beispiel soziale Landwirtschaft aktiv ist. Also da kann man sich verschiedene Kriterien denken. Wichtig ist uns, dass diese Komponente auf jeden Fall auch gut mitbewertet wird. Ich will mal sagen, diese fünf Kriterien sind fest. Sie können in anderen Kriterien aufgehen, die ein Kirchenvorstand wichtig empfindet. Gleichwohl ist es aber eben wichtig, dass die Gewichtung nicht vorgegeben ist, auch wenn in den Leitfaden ein Punkteschema abgedruckt ist. Wichtig ist auch, dass Sie dokumentieren, was für Sie relevante Kriterien waren und wie Sie die ungefähr gewertet haben. Wichtigen Hinweis, da gehe ich gleich nochmal am Ende des Ablaufs ein. Denn am Ende dieser Phase steht ein KV-Beschluss. Sie können als Kirchenvorstand einen Ausschuss gründen, wie man das so macht, auch im Ehrenamt. Das ist durchaus möglich, aber der Beschluss muss vom KV gefasst werden, wem das Land gegeben wird, wie diese Vergabe endet. Deswegen noch einmal der Punkt. In der zeitlichen Schiene ist es dann so, dass möglichst vor dem Herbst, also vor dem Wechsel des Vertrages, was häufig um Martini ist, 10.11. oder in manchen Regionen auch zum Ende Oktober, der Vertragsschluss erfolgt, quasi als Ergebnis der Vergabe. Dort helfen den Kirchengemeinden in der Regel die Regionalverwaltungen, was die Auswertung der Verträge angeht. Wichtig ist, dass Sie eben die Herbstbestellung mitdenken. Also sozusagen wichtig ist schon, dass die Entscheidung im Prinzip
vor den Sommerferien steht, weil die Herbstbewirtschaftung nach der Getreideernte fängt ja schon viel früher an. Also das heißt, man muss den landwirtschaftlichen Arbeitszyklus mitdenken. Frank hat es eben nochmal erwähnt, für mich als Juristen und auch für uns im Haus ist es schon wichtig, dass diese Vergabe und die Entscheidung des Kirchenvorstandes gut dokumentiert sind. Mhm. Dazu ist es erforderlich, dass dann einige auch Unterlagen aufgehoben werden. Sie sollten alles natürlich unter dem Mantel der Vertraulichkeit und Datenschutzes aufbewahren, so wie es unser Kirchenrecht eben vorsieht. Ich würde gerne noch kurz weitergehen für eine Folie, die uns in der Diskussion vorher in den verschiedenen Gremien, in denen wir waren, wichtig waren, nämlich unter dem Stichwort Verteilungsgerechtigkeit. Mhm. Wir haben Kriterien aufgestellt, die gewichtet werden, und man kann im Kirchenvorstand vielleicht irgendwann das Gefühl bekommen, das ist nicht gerecht. Mhm. Ein Bauchgefühl vielleicht, wo man merkt, dass da passt irgendwas nicht. Und auch im Leitfaden, wie auch hier auf der Folie, hatten wir ein paar Prioritätensetzungen aufgeschrieben. Manche davon finden sich schon in Kriterien wieder, die genannt sind auch in unseren Erläuterungen. Aber wir hatten den Eindruck, dass es Möglichkeiten sind, wo ein Kirchenvorstand nochmal für sich in der Gewichtung Richtung geben kann. Es kann sein, dass der bisherige Pächter gegenüber einem neuen Pächter steht und du das dort vielleicht bei der Gerechtigkeit, Verteilungsgerechtigkeit ein Kriterium gefunden werden kann, was vielleicht bei der Ausschreibung schon Berücksichtigung findet, wer wann wie viel Land kriegen kann, wenn er sich neu bewirbt. Arrondierung kann eine Rolle spielen, ob es ein Einzellandwirt ist oder ein Wohnunternehmer. Ökologischer Anbau wie konventioneller Anbau steht ja auch auf der Liste. Ich glaube, es ist uns hier auch an der Stelle wichtig zu betonen, dass es nicht bedeutet, dem einen oder dem anderen einen Vorzug zu geben, aber es kann ein Kriterium sein, wo ein Kirchenvorstand auch einmal für sich gewichtet. Also bei dem Thema Arrondierung ist zum Beispiel daran gedacht, dass man jetzt nicht Schläge, wir haben ja ein Realteilungsgebiet, völlig aufsplittet, sondern dass auch die Bewirtschafter vernünftige Grundstücksgrößen brauchen. Ja. Und da, bei bisherigen Pächter, das Stichwort ist da Pächtertreue, wenn man eben sehr gut mit einem Pächter zurechtgekommen ist, kann das durchaus auch in die Bewertung mit reinfließen. Wir sind jetzt quasi schon am Ende unserer PowerPoint. Mhm. Wir haben noch einen Ausblick, den kann Frau Heinke uns nochmal vorstellen. Ja, also wir wollen auch nochmal deutlich machen, wir arbeiten ja bei einer evangelischen Landeskirche. Für uns ist bei der Frage der Landverpachtung sind zwei Sachen wichtig. Das eine ist tatsächlich Schöpfungsorientierung, also Umweltfragen sind wichtig. Das spiegelt sich auch in unserem Landpachtvertrag mit bestimmten Auflagen wieder. Kein Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen, keine Ausbringung von Klärschlamm, keine Ausbringung von Biogasgärrückständen oder Bioabfällen, die der Bioabfallverordnung oder der Hygieneverordnung unterliegen. Wir wollen aber auch, weil wir wissen, dass es bei der Landverpachtung oft Ärger gibt, ganz klar sagen, es soll den Menschen zugewandt sein. Wir wollen das nicht sozusagen als so ein rein juristisches oder kirchenverwaltungstechnisches Verfahren verstehen, sondern wirklich sagen, der frühe Kommunikation, ein Zugehen auf die Pächter oder auf die potenziellen Pächter ist uns wichtig, dass er sozusagen den Menschen zugewandt. Wir wissen auch, es gibt einen hohen Druck in der Landwirtschaft, das muss man eben mitbedenken. Es gibt Konflikte. Und da ist uns dieses frühe Kommunizieren deshalb ganz wichtig als kirchliche Mitarbeiter, was wir beide sind. Außerdem nehmen Sie bitte Beratung an, sowohl Herr Schinke wie ich wissen, dass das für viele Kirchenvorstände auch eine Herausforderung ist. Wir bemühen uns wirklich auch individuell, Sie zu beraten. Also fragen Sie ruhig, wir sind nicht genervt, sondern wir stehen Ihnen zur Verfügung. Und was auch klar ist, wir sind eine Körperschaft öffentlichen Rechts, das heißt Rechtskonformität, Klarheit, Kontrollierbarkeit und einfache Verstehbarkeit ist für uns auch entscheidend. Nicht zu kompliziert, sondern diese Kriterien sollen berücksichtigt werden. Wir würden gerne am Ende unserer PowerPoint zumindest auf zwei Veranstaltungen hinweisen. Die eine ist unter anderem mit einer Referentin, die hier neben mir sitzt. Ja, also das evangelische Dekanat Büdingenland, auch in Kooperation mit der Regional-Ehrenamtsagentur. Wir bieten Anfang September einen ganzen Vormittag an.
Samstagvormittag, da geht es mit mir rund um das Thema Kirchenbeachtung. Der Schwerpunkt ist aber auch, wer von Böden, wie ist die globale Situation, was passiert unter dem Stichwort Flächenverbrauch in Deutschland. Also alles rund um das Thema Böden, was auch ja, sich an Kirchenvorstände, aber genauso auch an andere interessierte Personen richtet. Kostenlos, vormittags, samstags. Und Sie haben schon eine weitere Folie gesehen, nämlich eine Veranstaltung, die sich an Kirchenvorstände im Bereich unserer evangelischen Regionalverwaltung Starkenburg-West errichtet. Also Dickenhardt-Bergstraße, Dickenhardt-Ried, Groß-Gerau-Rüsselsheim, wenn ich das richtig sehe. Es gibt zwei Termine, 12.06. und 28.06. in Gernsheim in der Regionalverwaltung, wo wir ähnlich wie heute Themen zur Landverpachtung von Kirchengemeinden darstellen. Zum einen ich zum Vergabeverfahren und allerdings nur am 12.06. auf Frau Heinecke zu eher so ökologischen Aspekten, ähnlich wie es eingangs und bei den Kriterien anklang. Mhm. Ganz wichtig, dafür Anmeldung bis 31.05. nicht an uns, sondern an die Regionalverwaltung in Gernsheim. Ja, vielen Dank für Ihr... Ja, dann danke ich Ihnen beiden ganz herzlich. Mhm. Ja. Genau. Danke für die Aufmerksamkeit aller Teilnehmenden. Genau, wir öffnen jetzt mal die Fragerunde. Das steht auch schon auf der Folie von Herrn Schinke und Frau Heinke, vielen Dank. Wir haben im Vorfeld schon ein paar Fragen bekommen. Ich würde aber als erstes mal eine Frage in den Raum stellen, vielleicht an Herrn Schinke als Jurist. Die Frage war, darf ich denn die Ausschreibung auch auf der Homepage veröffentlichen? Also ich bin der Meinung, ja. Wir leben in Zeiten der, wie heißt diese schöne Datenschutzgrundverordnung, wie sie nun heißt. Aber das sind Informationen, die auf der Webseite stehen können. Ja, das ist auch ein Moment oder eine Möglichkeit, öffentlich auszuschreiben. In ähnlicher Form, wie ich es für die für so einen Zeitungsartikel genannt habe, das ist völlig ausreichend, ja. Okay, dann hatten wir schon mal eine Frage beantwortet. Jetzt wurde Datenschutz schon mal genannt. Es war auch die Frage, ob der Leitfaden und die Formulare datenschutzkonform sind. Da ist ja jetzt die neue Verordnung auch in der EKD am 24.05. in Kraft getreten. Können Sie dazu was sagen, Herr Schinke? Wir werden diese Formulare da auch nochmal durchgehen. Sie waren, bei der Erstellung war das noch nicht so im Fokus. Aber auch hier haben viele drauf geschaut und gerade was Datensparsamkeit und ja, überhaupt Erfassung der notwendigen Daten angeht, haben wir uns schon arg reduziert. Aber wir werden das anstreben, dass es auf jeden Fall auch nach den neuen Regularien sicher ist. Da das jetzt Thema ist, auch in den Medien, werden wir das auf jeden Fall noch einmal gründlich betrachten. Und das ganze Thema Vertraulichkeit, das ist ganz klar. Also jeder im Kirchenvorstand ist bei diesem Vorgang an eine absolute Vertraulichkeit gebunden. Wie immer, man darf nicht zu Hause quasi am Küchentisch diskutieren, was Inhalt der Beratung war, sondern alle Ehrenamtlichen im Kirchenvorstand, die dann auch die Hauptberuflichen haben, auch eine Verschwiegenheitserklärung am Anfang bekommen und unterschrieben. Das gilt hier nochmal insbesondere, weil es auch die nahen Landwirte in dem Kirchenvorstand der Gemeinde betrifft. Und das ist nochmal wichtig zu betonen. Dann haben wir noch eine Frage. Ich wollte noch mal einhaken. Da gibt es natürlich die ganz normalen Dinge, die im Kirchenvorstand wichtig sind, bei Interessen widerstreitet oder wie es dann in den Texten heißt. Ist es ganz klar, dass jemand, der dann betroffen ist, sich zum Beispiel nicht in den Ausschuss berufen lässt, der sich damit befasst. Das bitte ich einfach zu respektieren. Das sehen unsere Regularien vor und ist auch einfach angebracht. Also mit anderen Worten, wenn jetzt ein Landwirt im Kirchenvorstand Mitglied ist und er möchte sich selber auf Flächen bewerben, dann kann er nicht gleichzeitig in der Vergabekommission mitwirken. Das ist aber auch eine ganz klare Sache. Wir vermeiden alle Formen der ökonomischen Interessenskollision. Genau. Schön. Dann haben wir noch eine Frage bekommen. Die geht um das vorzeitige Beenden. Ich lese sie mal vor. Ein Pächter, in Klammern Landwirt, möchte vor Ablauf der Frist aussteigen und schlägt einen Kollegen vor, welcher in den Vertrag einsteigen möchte. Gehe ich recht in der Annahme, dass in diesem Fall neu vergeben werden muss? Ja, die Frage taucht tatsächlich immer wieder auf. Die Neuvergabe ist da eine Möglichkeit,
Aber wir sehen auch die Möglichkeit in solchen Fällen, dass der Altpächter auf den Neupächter den Vertrag überträgt, aber dann eben nur auf die Laufzeit des bisherigen Pachtvertrages, sodass sich quasi nichts weiter ändert und auch an dem Kriterium, an dem Wunsch, eben eine öffentliche Ausschreibung einzuführen, nichts ändert, weil er nach Ablauf der regulären Vertragslaufzeit eben die Ausschreibung ansteht. Also ich würde das ein bisschen auch von der Situation abhängig machen. Also sozusagen eine familiäre Betriebsübergabe ist sowieso gar kein Problem. Also der Altbetriebsleiter scheidet aus, der Junge kommt, dann wird das einfach in der Familie normal weiter verlängern. Wenn es jetzt ein Dritter ist, dann würde ich das so ein bisschen von der Pachtdauer abhängig machen. Also wenn jetzt zum Beispiel nach 6 Jahren jemand sagt, ich scheide aus, und 6 Jahre finde ich zum Beispiel tatsächlich, da muss man sich schon überlegen, ob das nicht doch auch ausschreibungspflichtig ist. Und auch bei dieser Frage, ich übertrage es auf den Dritten, die Entscheidung auch dafür, die Zustimmung muss vom Kirchenvorstand passieren. Also, weil letztendlich ist es ein Vertrag und das kann nicht der Bauer A einfach sagen, ich gebe es meinem Kumpel B und der KV wird nicht gefragt. Also das heißt, das muss zugestimmt werden. Und was uns schon auch wichtig ist, eben der Aufwand soll nicht zu hoch werden. Wenn jetzt ein Landwirt automatisch weiß, also die 12 Jahre ist ja Bestimmung. Wenn jemand weiß, ich mache die Bewirtschaftung noch 7 Jahre und danach gehe ich in die Rente, dann sollte der Vertrag von vornherein eben auch 7 Jahre befristet sein. Also das heißt, dieses sollte ist nicht in Stein gemeißelt, sondern das muss schon an die Situation auch zum Beispiel von Eltern und Betriebsleitern anpassbar sein. Und Sie merken auch, da gibt es die Möglichkeiten, uns in der Beratung in Anspruch zu nehmen, juristisch wie auch von der Betriebsseite her ganz klares Votum. Wenn in einer Kirchengemeinde solche Fälle anstehen oder bekannt werden, dann können Sie unsere Beratung in Anspruch nehmen und wir helfen bei der Entscheidungsfindung dabei. Im Leitfaden stehen so Stichworte wie Unterverpachtung und Pflugtausch. Vielleicht können Sie das ganz kurz in dem Zusammenhang auch nochmal erwähnen und erläutern. Vielleicht das Rechtliche kurz vorweg. Ja. In unseren Landpachtverträgen steht, dass eine Unterverpachtung ohne Zustimmung der Kirchengemeinde nicht gestattet ist. Die Kirchengemeinde soll wissen, wer auf dem Land arbeitet, sage ich mal, wer der rechtlich greifbare Verantwortliche sein soll. Genau, bei einer Unterverpachtung spielt eben auch zum Beispiel eine Geldzahlung eine Rolle und auch die Dauer. Anders ist es mit dem sogenannten Pflugtausch. Wir haben das manchmal, dass Landwirte aufgrund der Fruchtfolgegestaltung zum Beispiel für eine Anbauperiode, eine Vegetationsperiode Flächen tauschen, zum Beispiel im Gemüseanbau oder im Kartoffelanbau, einfach um zum Beispiel Schädlingsentwicklung zu begrenzen. So ein einmaliger Pflugtausch, der eben auch nicht mit einer geldwerten Entlohnung verbunden ist, ist kein Problem. Anders, Unterverpachtung ist definitiv verboten und wir wissen auch, dass in der Vergangenheit viel, sag ich mal, freier Flächentausch stattgefunden hat. Da sind wir jetzt doch auch in der Veränderung. Klarer Grundsatz, der Pächter soll auch der Bewirtschafter sein. Okay, vielen Dank. Wir haben noch eine weitere Frage reinbekommen, die lese ich jetzt auch mal vor. Unsere Kirchengemeinde hat viele kleinere Gartengrundstücke. Müssen wir auch hier öffentlich ausschreiben? Das Ausschreibungsverfahren betrifft Landpachtverträge. Und das ist eigentlich auch schon die Antwort auf die Frage. Bei Garten geht es nicht um Landwirtschaft. Da gibt es auch juristische Definitionen, aber man sagt, man merkt es schon am Wort, Garten ist nicht Landwirtschaft, wo einmal der Trecker auf dem Land fährt. Das ist nicht erforderlich, nein. Ich habe irgendwo 0,5 Hektar gelesen, aber ich weiß nicht, wie groß das ist. Also das geht schon deutlich über normale Gartengrundstücke hinaus. Also ein Hektar sind 10.000 Quadratmeter, also 5.000 Quadratmeter, also das ist schon... Normale Gartengrundstücke sind kleiner und wir haben auch gesagt, es ist nicht nur die Mindestgröße, sondern es ist auch noch der Bodenwert, also die Ertragshöhe. Das steckt dahinter, dass wir bei sogenannten Grenzertragsstandorten auch sagen, dass es auch sowieso ein Problem ist, überhaupt einen Bewirtschafter zu finden. Und als Grundstückseigentümer ist man eben auch verpflichtet,
die Flächen offen zu halten. Das heißt, bei größeren Standorten mindestens einmal im Jahr aufzumähen. Und deshalb sagen wir, also bei den Flächen, die auch vielleicht von den Landwirten her nicht so begehrt sind, ist auch keine Ausschreibung nötig. Das ist aber im Leitfaden auch nochmal deutlich erläutert. Und ich habe es gerade noch angeklickt, auch in unserer Grundstücksverordnung geht es hier um Pachtgrundstücke zur landwirtschaftlichen Nutzung. Ich versuche das hier mal zu markieren. Da findet man auch dann diese Ausnahmen mit den Größen der Flächen, aber das ist immer bezogen auf Gartenbau ist gar nicht mit im Blick. Dann hatten wir noch eine Frage zu den Vergabekriterien. Wenn sich jetzt jemand ehrenamtlich in der Kirchengemeinde engagiert, kann das auch ein Kriterium sein, dass man sagt, man bevorzugt die Person nicht nur wegen Kirchenmitgliedschaft, sondern wegen hohem Engagement für die Gemeinde? Also ich wehre mich zunächst innerlich mit dem Begriff bevorzugen, weil es mir nicht darum geht, jemanden zu bevorteilen oder zu benachteilen. Mhm. Das drückt sich mir gegenüber bei dem Wort aus. Das reine Engagement in der Kirchengemeinde haben wir, glaube ich, so bewertet, dass es nicht soziales Kriterium oder ähnliches ist, sondern es bezog sich immer auf den Betrieb, auf die Landwirtschaft. Wenn da ein besonderes Engagement in Bezug auf die Landwirtschaft bestand. Ja, also unter sozialen Aspekten haben wir jetzt auch tatsächlich nicht dabei, wenn jemand stark karitativ aktiv ist oder so etwas, sonst bezog sich tatsächlich auf die landwirtschaftliche Betriebsform. Das ist zum Beispiel das Stichwort soziale Landwirtschaft. Umgekehrt ist es natürlich tatsächlich so, wir haben ja diese Frage der Pächtertreue zum Beispiel dabei. Natürlich muss ein Kirchenvorstand sozusagen das Gesamtpaket betrachten und wenn jemand einfach sehr zum Beispiel engagiert, sehr glaubwürdig, sehr zuverlässig gilt, sowas kann in eine Bewertung mit reinfließen, aber es wird nicht honoriert, wie fleißig jemand jetzt zum Beispiel im Kirchenvorstand ist. Das ist kein Kriterium. Da reflektiere ich immer, es müssen sachgerechte Kriterien sein. Und ein Engagement in der Kirchengemeinde ist wunderbar, das wollen wir, aber bei der Landpachtvergabe ist das eben nicht das Entscheidende, was ankommt. Okay, danke. Ich habe noch eine längere Frage, die lese ich auch noch mal vor. Da geht es auch um das Bewertungsschema und die Punkteverteilung. Um alle ortsansässigen Landwirte bei der Vergabe möglichst gleichartig und ausgewogen zu berücksichtigen, wurde in der Vergangenheit die Neuvergabe nach einer Rückgabe einer Pachtfläche zunächst dem Pächter angeboten, der die kleinste Pachtfläche aus dem Kirchen- bzw. Pfarreivermögen bewirtschaftet. Wir vom Kirchenvorstand würden nun für die Vergabeentscheidung ein weiteres Bewertungsschema mit Punkteverteilung festlegen und dies als Besonderheit in unserer Kirchengemeinde in der Bekanntmachung über die Vergabe von landwirtschaftlichen Pachtflächen öffentlich ausschreiben. Ist das so in Ihrem Sinne? Ja, das ist einfach nochmal eine lokale Variante und da spielt ja dieses Thema Verteilungsgerechtigkeit mit rein. Das kann der Kirchenvorstand jederzeit so machen. Der hat sich dann ja auch wirklich Gedanken darüber gemacht. Dann noch Pachtpreis, ist auch mal die Frage. Entschuldigung, Herr Flutz, Ich reflektieren. Also ja, jemanden, der vorher Pächter war, das zu bewerten ist gut. Aber was wir eben nicht wollten, ist, dass sozusagen einfach so von alt auf neu die Landpachtverträge übergehen. Das ist gerade das Ziel einer Ausschreibung, dass es möglich ist, dass das passiert, aber eben auch die Möglichkeit besteht, dass andere das bekommen. Das heißt, mir fällt es noch schwer, das in ein Bewertungskriterium zu fassen, wenn es nicht Verteilungsgerechtigkeit sozusagen sein kann, in einer Form, das zu gewichten. Aber wie gesagt, es kann sein, dass der Alte auch der neue Pächter ist, aber es kann eben auch anders kommen. Also wichtig ist da bei uns, bei diesen ganzen Veränderungen, ist eigentlich das Thema Transparenz. Dass wir wollen jetzt keinen Pächterwechsel erzwingen, aber wir wollen, dass alle interessierten Landwirte in der Region die Informationen bekommen und dass man sozusagen auch so einen Automatismus herauskommt, Altpächter ist Neupächter. Dass man jetzt sagt, okay, der eine hat wenig und andere haben mehr und das berücksichtigt man. Das kann, wie gesagt, ein Thema der Verteilungsgerechtigkeit sein. Aus meiner Sicht ist das in Ordnung. Wichtig ist uns aber, dass es eben nicht um alte Besitzstände geht, sondern Kirchenvorstand sich reflektiert, Entscheidungskriterien bereitlegt und auf der Basis auch bereit ist, neue Entscheidungen zu treffen oder auch alter. Aber dass kein Automatismus mehr dabei ist.
Okay, ja, wir haben ein Angebot. Also, wenn das ein Kirchenvorstand machen will, nehmen Sie unsere Beratung in Anspruch. Wir gucken uns das gerne an und geben dazu Rat, wie und ja, wie man das machen kann. Schön. Dann haben wir noch das Thema Pachtpreiserhöhung. Ich habe gespürt oder gehört von den Fragen im Vorfeld, dass die Angst ist, dass dadurch Pachtpreise erhöht werden. Herr Schinke, wir hatten im Vorfeld auch schon mal drüber gesprochen. Es ist auch möglich, dass der Kirchenvorstand den Pachtpreis in der Ausschreibung schon mit veröffentlicht, sozusagen. Können Sie dazu noch mal was sagen? Also es ist sowieso angedacht, dass der von uns so genannte Mindestpachtpreis in einer Ausschreibung genannt werden kann, meine ich. So haben wir es, glaube ich, am Ende gemacht. Und es ist auch so, dass wenn Gebote eingehen, die unter diesem Preis liegen, dass die dann ausgeschlossen werden. Aber alles unter dem Gesichtspunkt, dass die Mindestpacht ja, ein unteres, wirklich unteres Level des Ganzen ist. Das sind keine hohen Preise. Und es soll ein Einstieg sein, dass die Verwaltung des kirchlichen Vermögens ja, ordentlich passiert. Ansonsten ja, kann das Kriterium des Pachtpreises tatsächlich so gefasst werden, dass man sagt, wir machen einen Preis für alle Flächen und nehmen dieses Kriterium quasi aus der Gewichtung irgendwie raus. Ja, es gibt Kirchengemeinden, die sagen zum Beispiel einfach pro Bodenpunkt nehmen wir so und so viel Euro, sodass also auch die Heterogenität der Landwirtschaftsflächen mit einbezogen wird. Wir wollen aber das Thema Pachtpreis damit sozusagen nivellieren. Wir machen das einfach aufgrund des Zuschnitts der Fläche, Bodenpunkte und damit spielt das sozusagen nicht rein, um eben nicht so eine Dynamik der Pachtpreisentwicklung zu unterstützen. Das ist in Ordnung. Das heißt, die Angst, dass jetzt irgendwelche großen Agrarunternehmen kommen und die ganzen Flächen pachten, weil sie das Höchste bieten, ist durch dieses Punktesystem auch, dem ist quasi vorgebeugt. Ja, Sie sehen jetzt schon Punktesystem, da will ich gleich einhaken. Ja, ja, wir haben ein Punktesystem, wo über die Punkte auch eine Gewichtung schon stattfindet. Da kann man natürlich ablesen, wie wichtig ein Preis ist. Aber das Punktesystem ist nicht verbindlich. Es ist eine Arbeitshilfe, das es Kirchengemeinden erleichtern soll, eine Entscheidung zu treffen. Aber man muss sich nicht daran halten, man kann das auch anders gewichten. Und wir erwarten eigentlich, dass ein Kirchenvorstand genau diese Sorge, die tatsächlich berechtigt ist, berücksichtigt in der Gewichtung. Und Sie können sicher sein, diese Anmerkung, diese Sorge ist auch in den Gremien vorher gehört worden. Und Frank gesagt, ist eben so deutlich, es ist nicht das Ziel der Kirchenleitung gewesen, hier eine Fachpreistreiberei oder so etwas zu befassen. Sondern es war immer eine Sorge und wurde immer darauf geachtet, ja, dass das in guten Bahnen bleibt. Ja, und außerdem, wir haben ganz klar das Thema Regionalität der Pächter mit drin. Also ein Investor, der jetzt von draußen kommt und bei den Kirchengemeinden, die über größere Flächen verfügen, sozusagen als Marktakteur auftritt, ganz klar, das wollen wir nicht. Wir haben das Thema Regionalität der Landwirte und wir haben auch das Thema, dass wir zum Beispiel bei diesen Abwägungskriterien bäuerlichen Familienbetrieb Vorrang, sage ich jetzt mal, vor abstrakten AGs geben. Also das ist tatsächlich so, dass wir in diesen Kriterien das mitbedacht haben. Wir wollen auch die Beziehung zu den Pächtern haben und damit auch die Ansprechbarkeit und wir wollen auch die Verbindlichkeit haben. Okay, damit sind, soweit ich das sehen kann, alle Fragen erschöpft. Gibt es noch was, was Sie beide noch vergessen haben, was Sie noch ergänzen wollen oder noch sagen wollen? Wir haben jetzt noch 7 Minuten Zeit, können aber auch gerne vorher schon fertig werden. Also ich habe von verschiedenen Veranstaltungen den Eindruck mitbekommen, dass Kirchenvorstände vor der Veranstaltung dachten, das ist ganz schwierig, das wirft alles über den Haufen. Das sind Sorgen, die wir sehr ernst nehmen und eben mit Informationen auch ein bisschen diese Sorge ja, nehmen wollen, ist schon das hehre Ziel dazu. Aber wir haben auch wahrgenommen, dass die Kirchenvorstände uns nach Veranstaltungen gespielt haben, das ist machbar, das ist schaffbar. Ja. Und das möchte ich auch nochmal vermitteln. Das ist schaffbar, ja, es hat einen gewissen Verwaltungsaufwand, Dokumentationsaufwand, aber ich glaube, es ist schaffbar. Es ist machbar und man kann damit umgehen und auch, wie gesagt, mit dem Ziel, gute Kommunikation stattfinden zu lassen, ja, das Klima in den örtlichen
Bezügen erhalten. Ich möchte das, sehe das so wie Herr Schinke. Ich möchte auch gerne noch mal sagen, für uns ist das Thema Transparenz entscheidend. Also der Umgang, wie geht Kirche als Körperschaft öffentlichen Rechts mit Eigentum um? Wie transparent sind wir da? Haben wir dafür sozusagen einfach aus dem Bauch heraus passiert das oder gibt es eben Kriterien? Das hat schon auch mit dem gesellschaftlichen Wandel zu tun. Das ist das Thema Transparenz und gutes Verwaltungshandeln in dem Fall wirklich sehr viel wichtiger als das Thema Pachtpreise, obwohl das immer so ein bisschen angenommen wird. Und uns ist auch wichtig, sozusagen ein bisschen zu dieser gesellschaftlichen Befriedung da beizutragen, weil der Druck auf den Pachtmärkten ist sehr hoch in der Landwirtschaft. Also in Hessen und Rheinland-Pfalz sind ungefähr 60% der Landwirtschaftsflächen Pachtland. Viele Betriebe sind aufgrund von Automatisierung und so weiter gezwungen, ihre Betriebe durch Flächenwachstum zu stabilisieren. Und umso wichtiger ist uns auf diesen Druck damit zu reagieren, dass wir auch wirklich transparent und zuverlässig sind. Also das liegt auch sozusagen dem ganzen veränderten Verfahren zugrunde. Okay, vielen Dank. Ja, dann bleibt mir zum Schluss noch zu danken, Ihnen beiden, Herr Schinke, Maren Heinke, für Ihre Zeit, den Teilnehmenden auch, dass Sie ja so aufmerksam auch zugehört haben. Ich hoffe, alle Fragen wurden beantwortet. Falls nicht, stehen die beiden, wie Sie auch selber schon gesagt haben, jederzeit auch für Beratung zur Verfügung, auf den unterschiedlichen Wegen, Telefon, Mail oder Post. Ich denke, es ist klar geworden, dass die beiden auch offen dafür sind, auf die individuellen Situationen einzugehen. Wir als Ehrenamtsakademie bedanken uns bei allen Teilnehmenden. Wir hoffen, dass wir Sie in den nächsten Veranstaltungen möglicherweise wiedersehen. Das nächste Webinar ist nach den Ferien angedacht zum Thema Nachwuchsgewinnung in der EKHN. Aber wir haben auch sonst neben den Webinaren auch Präsenzveranstaltungen. Schauen Sie gerne vorbei auf unserer Homepage. www.ehrenamtsakademie-ekhn.de. Dort finden Sie alle unsere Veranstaltungen und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und genießen Sie noch die Natur.